Der Tag nach dem Mauerfall. Sogenannte Mauerspechte beginnen das monströse Bauwerk, das die Stadt 28 Jahre lang teilte, abzutragen. Ja, ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut worden ist. Und wir sehen, wie sie wieder abkommt. So viele weinende Männer hat man einfach noch nie auf dem Haufen gesehen. Und da war mir das dann einfach auch klar, das muss so was Unglaubliches gewesen sein. Auch Orte, die jahrzehntelang hermetisch abgeriegelt waren, wie das Brandenburger Tor, werden zum Festplatz für Tausende aus West und Ost. Und dennoch gab es auch Momente des Zweifels. Noch in der Nacht zum 10. November rückten auf einmal Angehörige der DDR-Grenztruppen an. Gegen 3 Uhr morgens verschließen sie die Grenzübergänge. Das kann nicht sein, habe ich gedacht. Du willst jetzt hier durch. Du musst hier durch. Ich kann nicht mehr. Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, durch dieses Brandenburger Tor zu gehen. Man hatte die Grenzsoldaten ja vollkommen im Stich gelassen. Er wusste ja auch nicht, was mache ich jetzt richtig. Gehen Sie. Die Grenzer sind überfordert. Zählt die Staatsmacht oder das Volk? Eine Geste der Menschlichkeit. Doch die Befehlslage bleibt unklar. Eine Eskalation ist nicht ausgeschlossen. Das war natürlich ein unwahrscheinlich emotionaler Punkt für uns, mit Gefechtsalarm geweckt zu werden. Da denkt man natürlich gleich, es ist Krieg. Staatssicherheit und Nationale Volksarmee versuchen zumindest, der Lage wieder Herr zu werden. Doch die Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Wie hätten sie denn die ganzen Massen von Menschen irgendwie dazu bringen können, am nächsten Tag wieder eingesperrt zu bleiben? Und ich glaube, wäre das angeordnet gewesen, dann wäre es auch zu einer blutigen Revolution gekommen. Klinikerbrücke am Abend des 10. November 1989. Es ist die erste offizielle Öffnung eines Grenzübergangs in Berlin.